Ich muss meiner Figur ein Gesicht geben. Ganz ruhig, noch keine Aufregung. Ja. Wir sind hier niemals nur schwarz oder weiß, niemals nur ja oder nein. Ich muss dir was sagen. Du bist so ein gottverdammtes Arschloch. Oh Mann, und da muss man die Ellenbogen benutzen, um ans Ziel zu kommen. Ich muss mich nicht verstecken, nicht in 1000 Jahren. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja. Also, nee. Ja, und im Job geht's darum, Karriere zu machen. Du hast mir geschworen, dass das vorbei ist. Ich glaube, wir müssen hier weg. Na los, mach schon! Dann sollten wir das hier beenden. Nee, ich gehe nicht nach Hause. Wer sind diese Leute, denen du so viel Geld schuldest? Josh, wem schuldest du so viel Geld? Scolero. Ralf Scolero, du hast mir geschworen, dass das vorbei ist. Bitte, Stefan. Was ist mit der Hypothek aufs Haus? Hast du das bezahlt? Und die Kohle, die ich verdient habe, wo ist die? Das war die einzige Möglichkeit, ihn loszuwerden. Josh! Das ist ein gottverdammter Albtraum. Was sollen wir denn jetzt machen? Wir können auf das Haus nichts mehr leihen. Und verkaufen können wir auch nichts mehr. Ich habe das doch nur für uns gemacht. Für uns? Du hast gar nichts für uns gemacht. Du hast in deinem ganzen Leben noch nie was für uns gemacht. Du kümmerst dich doch nur um dich selbst. Josh, ich will in diesem Dreck nicht mehr leben. Ich habe diese Scheiße satt. Und was passiert, wenn du nicht zahlen kannst? Was denkst du denn wohl? Du bist so ein gottverdammtes Arschloch. Oh Mann. Ich hätte überhaupt keine Lust, den modernen Ansprüchen an einen Mann zu entsprechen. Der moderne Mann ist ein total zerrissener Mann. Der soll geheimnisvoll sein, gleichzeitig offen. Karriere machen und den Haushalt im Griff haben. Seine Vaterrolle ausfüllen. Für andere Frauen interessant sein, aber nicht zu viel. Und Temperament zeigen und im richtigen Moment trösten. Das ist zu viel. Wer soll denn diesen Spagat schaffen? Gibt doch keine richtigen Männer mehr. Nur noch halbe. Die wollen leckere Sößchen kochen und über ihre Gefühle sprechen. Das macht mich richtig aggressiv. Ja. Ich bin ein richtiger Mann. Weißt du, was das bedeutet, ein richtiger Mann zu sein? Das bedeutet erstmal morgens von einer harten Erektion geweckt zu werden. Ja. Im Bad braucht so ein Mann nicht länger als 10 Minuten. Kaffee schwarz. Ja. Und so ein Mann, der fährt auch nicht mit dem Fahrrad. Ja. Auch wenn es umweltfreundlicher ist. Der fährt Auto und entscheidet selbst, wie schnell er fährt. Ja, und im Job geht es darum, Karriere zu machen. Und da muss man die Ellenbogen benutzen, um ans Ziel zu kommen. Ja. Ist das soweit klar, was ich gesagt habe? Lass dich nicht fertig machen, Mann. Hier, jetzt gehe ich erstmal eine rauchen. Eine richtige Zigarette. Hm? Kein Leitscheiß, kein Biotabak. Hä? Eine richtige Männerzigarette. Immer Feier. Wusstest du von mir? Dann möchte ich mich entschuldigen. Dafür musst du dich nun wirklich nicht entschuldigen. Du bist die Einzige, die für all das hier nichts kann. Jetzt weißt du ja, dass du eine Tochter hast. Ja. Willst du was trinken? Eine Cola? Nein, nein. Vielleicht einen Schluck Wasser? Ja, okay. Mama hat gesagt, du bist tot. Aha, okay. Das bin ich nicht. Habe ich noch Geschwister? Nein, nicht richtig. Was meinst du damit? In dem Heim, in dem ich arbeite, da lebt ein kleiner Junge. Und um den kümmere ich mich seit seiner Geburt. Und wie alt ist er jetzt? Der wird genau nächste Woche 8 Jahre alt. Er ist so groß. Etwa. Ziemlich klein. Aber er will Fußballspieler werden. Was ist denn eigentlich passiert damals? Warum bist du nicht nach Hause gekommen?
Es ist nichts passiert. Wir haben nur gestritten. Also. Du warst auch ständig zugedröhnt, oder? Ja. Und ihre Freundin hast du auch gefügelt? Das habe ich tatsächlich getan. Darauf bin ich nicht stolz. Ich muss jetzt gehen. Willst du nicht noch bleiben? Wir können was essen. Wie lange bist du denn noch hier? Sollen wir uns noch mal treffen? Ja, furchtbar gern. Ich bin die ganze Zeit hier. Ich kann ja anrufen. Ja. Du kannst auch meine Nummer haben. Sehr gern. Danke. Ich muss jetzt los. Mach's gut, auf bald. Papa, du hast deine Tabletten heute noch gar nicht genommen. Lass mich. Ich hasse dieses verdammte Zeug. Aber es sind doch genau die Tabletten, auf die wir gewartet haben. Ich will das nicht mehr haben. Was, wieso denn? Dir ging's doch so gut. Hör mir auf mit diesem Scheiß, ja. Dir geht's gut, mir geht's gut. Wir sind glücklich, ich will das nicht mehr hören. Bitte, nimm das jetzt. Hau einfach ab. Na los. Raus hier. Sag mal, du bist ja total durcheinander, oder? Ich bin vollkommen klar. Ich will keine Medizin. Dieses Zeug, das bringt mich durcheinander. Und jetzt lass mich. Ich habe hier was zu tun. Brauche ich einen klaren Kopf. Sag mal, ist das... Hm? Ist das... Ja, klar. Was ist denn das schon? Ein Leben. Was ist ein Tod? Da draußen, da laufen Millionen Menschen rum. Mit denen kannst du lachen, tanzen, Spaß haben. Also sei doch nicht so saumäßig schwach. Hör auf, so mit mir zu reden. Du bist nicht irgendein Mensch, du bist mein Vater. Das hier ist meine Entscheidung. Das ist mein Körper, mein Tod. Es kann dir noch eine ganze Zeit lang gut gehen. Gut gehen nennst du das? Schönes Leben. Hier ist nichts gut. Hier ist gar nichts gut und hier wird auch nichts gut. Ich will das nicht. Ich leg dir die Tabletten hin, ja? Ich will nicht, dass du aufgibst.